Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir in Afrika. Wo die weiße Flecke ist, ist Ghana. Aber diese weiße Flecke leben nur die Schwarzen. Ja. Damals ist unsere Volta-Region, war früher deutsche Besatzung. Und die Deutsche war fleißig, Disziplin. Und mein Opa hat gesagt, einmal muss einer von meinen Enkeln nach Deutschland, von diesem Volk, etwas zu lernen. Und dann Der Opa war schon König, ja, alter König, ja, alter Mann, hat mich nach Deutschland geschickt. Ich bin nach Deutschland gekommen, nach Ludwigshafen, und habe ich angefangen mit Landmaschinenmechaniker. Bin in die Berufsschule gegangen, habe Geselle gemacht und gut, nach Geselle, ich bin verpflichtet, Meister zu machen. Und derzeit, ich habe ein wenig Probleme. Ich muss etwas machen, um noch Geld zu verdienen. Und habe ich immer versucht zu singen. Ja, ich habe immer Musik gemacht und alle Diskotheken, überall habe ich gesungen. Und okay, die Probleme werden immer größer. Sie wissen, wenn man in Deutschland ist, die ganze Familie verlangt von derjenigen, sie wissen genau, dass Deutschland ist ein Paradies. Und wenn man in Deutschland ist, es geht gut und ich bin verpflichtet, meine ganze Familie zu unterstützen. Und dadurch habe ich gesungen und Geld gesammelt und habe ich Medikamente gekauft. Ich habe viele deutsche Jungen, haben wir Auto gebastelt. Und dann sind wir gefahren von Deutschland nach Tunesien, Algerien, Niger, Benin, Togo, Ghana. 2 Wochen durch Wüste, 70 Grad durch Wüste, haben wir diese Medikamente gegeben. Dann später habe ich eigene Werkstatt. Und es geht mir sehr gut. Ja. Und die meisten Kunden von mir sind, ich habe angefangen in Scheune. Ja. Ganz primitive Scheune habe ich angefangen. Ich habe damals 400 verdient und habe ich 100 für Miete bezahlt. Ich habe 100, ganze Monat habe ich 100 gebraucht. Und ich habe 200 gespart. Und für den Rest 200 habe ich Hebebühnen. Ich habe 3 Hebebühnen gekauft innerhalb von 3 Jahren. Ja, und ich habe Werkstatt in Scheune. Und manche sind gekommen, die sind rückwärts zurückgegangen. Und wir haben Mannheim Universität und die Schüler, die Kinder, die kommen immer gerne zu mir und sie wissen genau, ich mache ganz günstig und habe ich unheimlich viel Arbeit bekommen. Hat mir immer Spaß gemacht. Und Sie haben sich eine richtige Existenz dann aufgebaut nach und nach, ne? Ja. Und sind mit der Werkstatt umgezogen, haben eine deutsche Frau geheiratet, Kinder bekommen und so richtig, ja, richtiger Pfälzer geworden. Ja, ich habe 2 Kinder, ich habe Tochter und Sohn. Meine Tochter hat Grafikerin studiert, ist selbstständig in Mannheim. Mein Sohn hat BWL. Mein Sohn war Rettungsassistent bei der Deutschen Roten Kreuz. Und jetzt hat wieder Studium gemacht, jetzt erst im Bachelor. Er wäre jetzt ein Vertreter in Freiburg, hat er jetzt eine große Position gekriegt am 3.3. Ja. Und dann kam irgendwann ein Fax, haben Sie mir erzählt. Ja, mein Opa ist gestorben. Und ich habe gesagt, einer muss an den Thron. Und ich weiß, ich werde nicht König. Ja, ich habe Deutschland verlassen. Ich bin nach Ludwigshafen gekommen. Ich habe so viele Freunde. Ludwigshafen hat mir so gut gefallen. Ich möchte überhaupt nichts mehr
zurück nach Hause. War so schön. Die Menschen in Kurpfalz. Ja, ich habe immer Einladung bekommen. Und okay, gut, mein Opa war König. Mein Vater ist Linkshänder und mein ältester Bruder. Ich weiß genau, ich werde nicht König. Ich habe meinen Assistent in Deutschland. Weil Sie so viele Geschwister hatten, dachten Sie, Sie werden nicht König. Ja, weil die Trefferquote war. Mein Vater hat 12 Frauen. Wir haben einen riesen Hof. Wir sind 73 Geschwister. Ja. Manchmal, wenn ich fliege nach Ghana, Sie können meine Frau fragen. Ja. Es kommen manche zu mir und die wollen mit mir reden. Ich sage, geh weg. Ich sage, nein, es ist dein Bruder, es ist deine Schwester. Ich sage, der kommt von dieser Frau, der kommt von dieser Frau. Ah, ja, okay, gut. Ja. Ja. Und ich weiß genau, ich werde nicht König. Ja. Und 1992 ist meine Opa gestorben. Und jeden Abend trifft die Älteste. Und die haben gesagt, eine muss jetzt an den Thron. Und einmal, eines Tages, hat eine Ältere gesagt, wir haben noch eine Junge in Deutschland, wo immer mit den Deutschen gekommen, die haben uns immer Medikamente gebracht, haben uns immer geholfen, Krankenhaus, Kinder, Unterschied von Schulgebühr und alles. Es wäre gut, wenn wir diesen Jungen als König. Haben die gesagt, nein, er ist zu dünn, er ist nicht dick. Ja, unser König muss dick sein, ja, unsere Autorität, und wenn er brüllt, dann kippt alles um. Ja. Ja. Und einer hat gesagt, ja, wenn er König, was sollen wir machen? Ja, einer hat gesagt, gut, seine Bruder, kann man den Bruder als Staatsvertreter nehmen. Mein Bruder ist Linkshänder, der heißt Fridolin. Ja. Und hat gesagt, gut, und hat mich damals eingeladen. Und dann bin ich mit der CDF hingeflogen. Zu Ihrer eigenen Krönung sozusagen. Ja, 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 war bei, okay, der eigenen Krönung. Schauen wir uns mal an jetzt. Und Wenn die ganze Volk Nachricht rundherum raus, dann würde mein Opa seine Gewand, den ganzen Schmuck, der Ringe, alles von meinem Opa, den ganzen Schmuck. Und dann der Älteste nimmt mich auf den Thron, dreimal, dann sitze ich auf den Thron und der andere Älteste nimmt die Krone und sitzt auf meinem Kopf, dann bin ich König. Vor dieser Zeremonie ist nichts einfach. Wir, die Ewe, wir haben in dieser Erde Voodoo, spirituelle Voodoo, in dieser Erde gebracht. Und ist nach Karibik und Brasilien gewandert. Einmal, ich habe jemanden erzählt, hat gesagt, wo du kommst von Brasilien. Ich habe gesagt, Brasilien, sind sie Schwarze oder sind die Weiße? Ich habe gesagt, wo du kommst von Afrika. Ja, der kommt von Via di Eve. Vor König zu werden, man kommt in Quarantäne. Quarantäne bedeutet eine kleine Hütte, Häuschelein. Die haben mich 8 Tage lang in dieser Quarantäne gesperrt. Ja. Jeden Tag, erster Tag kommen die Medizinmänner, Voodoo-Männer, Trommel mit den Ältesten, 3 Schafe geschlachtet, 3 Quadratmeter Blut. Dann muss ich durch dieses Blut hin und zurück, hin und zurück. Und da kommen die Ältesten mit einem Messer und schneide meine Arme. 12 Schnitte. Kommen Sie. Du musst Zeug. Ja. 12 Schnitte. Sehen Sie das Schnitt? Oh ja. Ja. Ganz tief. Ganz tief durchgeschnitten. Und dann kommt. Aha, sehen Sie? Dann kommt der Älteste mit dem schwarzen Pulver und reiben. Es tut unheimlich weh, aber es ist nicht so einfach. Und am nächsten Tag kommen wieder andere Stämme, linker Arm, gleiche Zeremonie, schneide, dritter Tag meine Rücken, vierter Tag meine Brust, beide Knie und Zeh, und Samstag werde geführt in
unser Fluss heißt dein Fluss. Er wird in den Fluss geführt. Die Medizinmänner haben einen riesen Topf, Kräuter und ziehe mich an, aus bis unter Hose und dann wird er gebadet. Und dann. Im Topf? Ja. Und dann Sonntag werde die ganze Volk benachrichtigt, dass der Junge hat seine Prüfung bestanden. Und dann werde er erst gekrönt. Ohne diese Zeremonie gibt es keine Krönung bei uns in Evelland. Nicht so wie Weinkönigin. Ja. So. Mit dem Tag der Krönung hat sich einiges verändert für Sie. Ja, meine. Als Sie für Ihre Familie sorgten, lastete schon ein großer Druck auf Ihnen, aber der wurde ja wieder größer. Genau. Mit meiner Familie habe ich eine ganz kleine Verantwortung. Die Verantwortung war so klein, aber nach der Krönung meine Verantwortung war so groß, so riesengroß, die ganze Verantwortung, dass ich kann nichts mehr mit dem Auto nach Ghana fahren. Ich kann nur mit dem Container, ganze Medikamente mit dem Container, alles, was ich meine Volk schicke, kann nur mit dem Container. Und jedes Jahr sammle ich die Doktoren aus Deutschland und wir gehen durch die ganze Urwald, werde Kinder operiert und Erwachsene und alle möglichen. Und wir haben unheimlich viele Behinderte und kriege ich immer gebrauchte Rollstühle. Ich habe Werkstatt und ich repariere selbst die ganzen Rollstühle, alle kommen in den Container und werde alle Behinderte verteilen, schenken und fangen die alle zu weinen. Und da macht mir Freude, dass ich die Behinderte, weil ein gesunder Mensch hat Probleme, wie ich mit einer Behinderte. Und alle, wenn ich immer hingehe, alle, was ich denen bringe, die weinen immer, weil keiner glaubt, dass sein Leben Rollstühle besitzen kann. Und ich baue Schule. Ich habe 6. Schule jetzt gebaut. Ja, und mehrere Schule. Ich baue auch viele Brücken, weil bei uns in Ghana die Frauen sind die Wichtigsten. Ja, ohne Frauen können Sie die ganze Ghana vergessen. Ja. Und die sind sehr, sehr, sehr fleißig, unsere Frauen, Ghana-Frauen. Ich habe mich noch satt getroffen. Gesta ist die Konstruktion of a footbridge over River Gai at Hohoi in the Volta region. The 150-meter-long bridge was completed at a cost of 48 million cedis. Togisi Fatbansa and his German friends provided funds for the project. The footbridge replaces the old bridge, which was a death trap user. Das ist ein Schlüsselbild für uns, ja? Seine Ringe aus Gold und seine schwarze Hand. Das war so genau das, was wir wollten. Ja? Dieses königliche, royale Gold und dann diese exotische schwarze Hand. Und das war so auffällig, als wir nach der Reise so die Bilder durchgeklickt haben. Und dann ist uns aufgefallen, dass Schwarz-Gold so eine Kombination ist, die er selbst schon benutzt. Also das ist sein Werkstatttor in Ludwigshafen mit Öffnungszeiten. Nur bis 17 Uhr. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. So. Halbtags. Ja. Und er benutzt es auch in seinen wirklich coolen Schuhen. Und ein zweites Element, das für uns wichtig war, neben dieser farblichen Komponente, waren afrikanische Muster. Also wir hatten unglaublich viele Fotos von diesen Ständen, also diese gewebten Stoffe. Dadurch entstehen automatisch so unglaublich harte und kantige Muster, die dann selbst wieder aufgegriffen werden von den Leuten in Schnitzkunst und Architektur, wie man hier sieht, diese Formsteine und so weiter.
Und das waren die beiden Elemente, die für uns so nach der Reise so wichtig waren. Das war so ein Ding, da hatten wir gedacht, das passt ganz gut. Also Schwarz-Gold, dieses Royal und Exotische und dann dieses Ursprüngliche mit diesen Zickzack-Linien und Kreuzen und so weiter. Dann haben wir uns mal das Wappen angeschaut und das war nicht traditionell über Generationen weitergegeben wie der Schmuck, sondern vor ein paar Jahren entwickelt auf Grundlage einer uralten Geschichte, nämlich die Geschichte des ihres Königshauses. Ja, ja. Und die Geschichte lautet wie folgt, es ist der Baum des Lebens, der Lebensbaum. Und unten ist der König, auf dem lastet die ganze Verantwortung. Und er hilft einem Untertan, den Baum zu erklimmen, das sieht man auch in seinem Stock. Es ist ein Lebensbaum, ja, man sieht, ja, ein Stock. Mhm. Und unter ist der König, oben ist mein Volk. Genau. Ich helfe jemand. Damit Apfel, damit genau, weil Verhungern. Oben gibt es die drei Früchte. Ich muss Verantwortung für meine Volk nehmen. Der erste, damit mein Volk nicht verhungert. Genau. Das ist die wichtigste Verantwortung. Genau, ja. Nämlich die drei Früchte des Lebensbaums sind stellvertretend für das Überleben ihres Volkes. Dann war da noch ein Krokodil zu sehen und ein anderes Element, das mir nicht ganz klar war auf den ersten Blick. Und ich habe dann gefragt, ja, was ist das denn? Was könnte das sein? Und dann hat der König gesagt, ich habe da ein Bild, das ist ganz klar, das ist nämlich das. Das ist der erste Voodoo-Stein der Welt. Genau, das ist nämlich was Hochheiliges. Ja, oben also, ist Blut, ja, und dieses Bild, normal darf ich nichts nach Europa bringen, ja. Das ist sehr bedeutend. Ja, es ist quasi das heiligste Heiligtum ihrer Voodoo-Religion. Der Voodoo-Stein der Welt. Ja. Und dieser Voodoo-Stein hat Zauberkräfte, also er kann zaubern und beschützt das Volk und den König vor der Mordlust des bösen Krokodils, das auch in dem Wappen drin war. Und das ist diese Geschichte, die unglaublich stark ist. Der Rest drumherum, diese formalen Sachen wie diese panafrikanischen Farben und dieses Ritterschild und so, das fanden wir jetzt nicht so passend, weil das ist eher so kolonial gewesen. Und wir haben aber diese Geschichte probiert mit unseren Elementen, nämlich dieser schwarz-goldenen Farbigkeit und diesen kantigen Formen, irgendwie neu zu interpretieren. Aber wollten, dass die Geschichte gleich bleibt und haben dann ein neues Wappen entwickelt, das immer noch die gleiche Geschichte erzählt, nämlich der König hilft seinem Volk an die Früchte des Lebensbaums zu kommen, flankiert von dem Schutz der Spiritualität und der Gefahr der Natur in der Volta-Region. Und hier fang deine Arbeit an. Richtig. Ja, musst du Leute erklären, hier fang deine Arbeit an. Genau. Hier fing dann meine Arbeit an. Und in der Form, dass wir dann das Wappen besprochen haben und waren uns einig, das passt total und er hat sich damit wohlgefühlt und wiedererkannt. Die beiden Menschen ist es ja. Verantwortung. Sehr gut. Sie sehen, wir haben geübt. und wir haben dann angefangen, die ganzen Medien durchzuarbeiten. Ja? Und haben dann die königlichen Visitenkarten umgesetzt. Schwarzes, mattes Papier mit goldener Heißfolie, dass man genau diesen Shift hat zwischen diesem glänzenden Gold und diesem matten Papier. Da hat uns das Papier freundlicherweise Gemund zur Verfügung gestellt und uns da unterstützt. Das ist sehr nett. Wo sitzt der Kohler? Nicht zu sehen. Nicht dabei? Ist er nicht dabei? Herr Ruhn, ist dabei? Vielleicht schon weg. Ist dabei? Er war da. Okay. Ja, wir haben uns so gefreut. Dankeschön. Genau, und dann haben wir weiter gemacht, haben Typografie gemacht, die auch diese Kantigkeit irgendwie aufnimmt. Haben dann das Briefpapier gestaltet, da sieht man auch die königliche Unterschrift, wirklich beeindruckend. Es sieht auf den ersten Blick ein bisschen wild aus, muss ich zugeben, aber jede Linie hat eine ganz bestimmte Bedeutung, ja? Das sehen wir jetzt. Das ist meine Unterschrift. Das ist eine Bein von mir, das ist das zweite Bein.
muss ich schräg stehen, damit ich stabil stehen kann. Ich habe 10 Stämme. Das ist die 10 Stämme. Ich trage die ganze Verantwortung. Die hängt um mich. Der erste Kreis ist der König. Der zweite Kreis ist meine Frau. Ich habe 2 Kinder. Der dritte Kreis ist mein Sohn. Und der vierte Kreis ist meine Tochter. Diese Linie ist meine Lebenslinie. Sie wissen ganz genau, es gibt kein Leben, wo konstant geht. Ja. Geht aufwärts, abwärts. Auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf, ab, auf. Bis, ich bin bis hierher. Nur noch von hier bis hier zu leben. Aber wenn ich, Lust habe und fröhlich bin, mache ich manchmal. Wir haben dann auch die königlichen Urkunden neu gestaltet und sind da noch mehr auf diese Formensprache eingegangen, die wir in diesen Webstoffen gesehen haben. Haben dann ein ordentliches königliches Siegel dazu gemacht, wie sich das gehört für einen König. Gepaart mit seiner wirklich exzellent schönen Handschrift sind die Urkunden jetzt genauso, wie wir wollten, royal, exotisch und feierlich. Dann gab es noch ein Medium, mit dem ich anfangs nicht gerechnet hatte, dass es das neu zu gestalten gibt. Ich wusste nicht mal, dass er das in Benutzung hat, nämlich sein eigenes königliches Bier. Genannt Akosombo, nach dem größten Staudamm Afrikas am Voltasee. Und dann haben wir das Akosombo neu gestaltet, das sah dann so aus. Und es wurde dann tatsächlich so umgesetzt und die neu gebrauten Akosombos sind jetzt so etikettiert. Mit Bild von ihm drauf und König Banza Akosombo. Der Gewinn des Bierverkaufs fließt natürlich in seine Hilfsprojekte. Also alles, was er macht, hat sowieso immer nur ein Ziel, nämlich seine Leute in Hoche. Und wir haben heute auch Akosombos dabei. Jetzt ist ja Pause danach und dann kann draußen Akosombos getrunken werden, wer mag. Der zweite beste Bier der Welt. Zweitbeste Bier der Welt. Tatsächlich, hat Spiegel rausgefunden. Ja, ne? Ja. Ja. Hat der Spiegel rausgefunden. Lach nicht. Wer war Nummer 1? Tschechien, gell? Ja. Tschechien, ja gut, das war klar. Dieses ganze Designprojekt war dann beendet so vor einem Jahr und wir haben dann überlegt, wie es weitergeht. Und ich habe dann noch einen Master dran gehängt und wir haben dann überlegt, was man jetzt machen kann. Ja? Wie wir diese ganze Kommunikation und diese Echtheit irgendwie noch in ein wirklich Hilfsprojekt fließen lassen kann, das wirklich was bewegt. Ja? Und dann haben wir die König Banza Schule uns überlegt. Die soll auf diesem Grundstück gebaut werden. Das ist ein Grundstück, das der König schon vor einer Zeit lang dort angefangen hat zu bebauen. Hat 2 Schulen drauf, einen Trinkwasserbrunnen. Und die neue König Banza Schule soll eine Schulwerkstatt werden, wo die Kinder ein Handwerk erlernen können. Weil sie selbst haben mir erzählt, sie haben das Glück gehabt, in Deutschland ausgebildet worden zu sein und wollen von dieser Erfahrung was zurückgeben, ja, an ihre Untertanen. Und ich habe mich dann mit einer Architektin getroffen und wir haben überlegt, welche Bedürfnisse es dort vor Ort gibt und wie man da klimatisch irgendwie sich dem Ganzen entgegenkommen kann mit geringsten Mitteln.
wir haben das Ganze besprochen und diskutiert und dann kam dieser Entwurf raus. Das ist eine Schule, die besteht aus 6 Lehrwerkstätten. Es fängt an mit der 1, mit der Textilwerkstatt. Also ja, das ist das erste für die Mädchen. Für die Mädchen zum Nähen. Nähen, ja, das ist wichtig, weil Ghana, die Mädchen oder Frauen auf Nummer 1. Und was wir in Ghana machen muss, erst die Frauen. Genau. Lange, lange, da kommen nicht die Männer. Nicht so. In der 2. Werkstatt gibt es eine Schildermalklasse. In Ghana werden die meisten Schilder immer noch per Hand gemalt auf Holzbretter und nicht gedruckt oder geplottet. In der 3. Werkstatt sind die Holzschnitzer, also so Kunsthandwerk, so wie der Stock. Ja. 4. Werkstatt Schreinerei, 5. Werkstatt Metallwerkstatt. Und dann kommt ihr Zuckerle. Ja, ganz zum Schluss, dann kommt eine Kfz-Werkstatt. Ja, ich komme ganz zum Schluss. Ja. Genau. Wir haben uns dann so eine Dachkonstruktion überlegt mit so versetzten Dachflügeln, wo oben die heiße Luft entweichen kann und durch die offenen Wände, wir haben so offene Betonformsteine, wo dann kalte Luft durchfließen kann, dass wir so eine natürliche Klimaanlage haben. Ja, weil wir brauchen, wir haben nicht so viel Strom. Ja, eben, ja. Ja, und ist so gebaut, damit innen drin immer auch kühl bleibt. Genau, ohne Energie zu verschwenden. Ja, ja. So sieht das ganze Gebäude dann aus, eine Werkstatt nach der anderen und so könnte es mal aussehen. Das ist unser Traum, den wir momentan seit längerer Zeit so ein bisschen verfolgen. Um das Ganze zu finanzieren, haben wir eine Spendenwebseite eingerichtet. Da kann man sich informieren, kann online direkt spenden, kann sich Videos und Bilder anschauen und es gibt einen kleinen Blog. Und das Tolle daran ist, dass wenn man spendet, kann man sich auf der Spendenliste hier anzeigen lassen. Und noch toller ist, man kann sich auch von der Schildermalklasse auf dem Schulgebäude verewigen lassen. Also wir haben da unten so einen Streifen, wo von jedem Spender der Name. Der Spender kommt der Name an die Schule, an die Wand, damit der Öffnung fliegt alles mit nach Ghana. Alle mit. Alle. Alle. Alle fliegt mit nach Ghana. Genau. Öffnung. Und Handwerk deshalb, weil die viele Kinder lernen zwar machen ihren Grundschulabschluss, aber der Einstieg ins Berufsleben ist unglaublich schwierig dort. Ja. Und ein richtiges Handwerk ist dort einiges wert und deshalb wollten Sie an dieser Stelle da ansetzen. Ja? Genau. Okay. Sie können mir dabei helfen, den Kindern eine Perspektive zu geben. Sie können durch eine Spende bei der Schulwerkstatt mitarbeiten. Denn Bildung ist das Wichtigste überhaupt. Bildung ist der Schlüssel in eine bessere Zukunft für alle. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Mele Akwetamna Amesiame, Sikwerunia. Mele Akwetamna mit KKKKK. Vielen Dank, vielen Dank. Ihr seid spitze.